herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges. Und ich bin hier gerade mal im geschützten Bereich, der noch nicht an die Orks gefallen ist. Ja, da wollte ich mich gerade ein bisschen umschauen und ich finde es cool. Und hier ist vor allem sehr schön eigentlich. Aber die Grafik hat sich immer noch nicht in zweit verbessert, was echt nervig ist. Naja, was soll's. Naja, aber es macht halt echt Spaß. Also auch wenn hier alles verwaschen ist und so weiter, manchmal... Es macht schon sau Spaß. Hier sind auch ein paar Zivilisten. Es gibt auch relativ wenig Zivilisten. Du bist irgendwie verwundet. Das heißt, hier ist ein Lazarett, oder? Jep. Da sind ein paar tot, ein paar verwundet, ein paar. Dann wachst du auf und merkst, dass du immer noch ein Feigling bist. Was ist das? Ich schau mal von oben rein. Hui. Eine Armee aus Talion, die so klettern können. Die wäre ganz schön heftig. Vor allem bei der Belagerung. Übrigens kein einziger der Triebocke hier, oder der Wurfmaschinen, von Numenoran ist wirklich im Betrieb. Die werden alle gewartet. Da habe ich mich gerade ein bisschen mal umgeschaut. Kein einziger davon wirft irgendwas. Wozu sind die dann da? Naja. Temporäre Wartungsarbeiten. Hui! Autsch. Das war ja was. So, dann... Ja, Hauptgeschichte weiterverfolgen. Da werden ein paar Leute ausgebildet, die gerade Pause machen. Die sich jetzt aber wieder formieren, Haltung annehmen und weiter trainieren. Sehr schön, wenn man da ist. Der Hauptmann des Schwarzen Tores, da machen sie weiter. Oder nicht? Und da stehen vier Wachen. Gut, wollte ich nochmal zeigen. Und da wäre dann der Turm. Da gehen wir auch gleich rein. Der schleppt sich auch hier hin. Es sind schon mehr Zivilisten da. Gut. Und los geht's mit der Hauptgeschichte. Ja, sehen den Stein. Finden den Palantir, bevor die Stadt fällt. Ja, okay. Das war sowieso der Plan. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Heyda, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Dann versteckt den Palantir nicht in der Stadt. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Das war jetzt weniger gut. Auf zum Tor! Großartig. Ich muss das Tor schützen! Super. Alle waren zu den Waffen. Wo sind die ganzen Zivilisten eigentlich, die gerade hier standen und lagen? Los geht's! Ui! Zu den Toren! Schnell! Autsch. Ich lasse diese Stadt nicht fallen! Dann müssen wir den Palantir erlangen. Es ist der einzige Weg. Fuck, ui! Nochmal fuck. Das Tor ist schon zerstört. Ich mag die Kleider irgendwie ziemlich. Ich hätte auch einfach durchschneiden können, das mache ich jetzt. Oder nicht. Was soll's. Ich gehe an. Ach, egal. Was hatte ich eigentlich vor? Ich wollte eigentlich da durchsliden und alle niederschießen. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Das habe ich mir nicht gedacht.
war erst der Anfang. Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Jupp, natürlich, meine Kommandantin. Ihr solltet vielleicht irgendwelche Leute das Tor verteidigen lassen. Von dort aus können wir die gesamte Unterstadt sehen. Dann sollen wir vielleicht mit dem Tor bleiben. In dem Fall. Oder nicht? Die läuft ein bisschen seltsam. Idril! Ups. Gut, das scheint dir nichts auszumachen. Aber wissen die denn, dass sie hier sind? Entschuldigung, Idril. Boah, jetzt haut es gleich was auf den. Auf das Kopf. The fuck? Ja, genau. Ich nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Graugs mit. Dalion. Wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Ah, ich habe was gemacht. Trifft ihr vorgeschoben schnell das Tweet auch. Gibt's da noch eine? Egal. Hui! Zack. Und hoch. Morgen. Hast du eigentlich keinen, der dich steuert? Achso. Ich dachte, ich muss jetzt reintreffen, wie sonst auch immer. Oh. Mal sehen, was dieses Ding kann. Da ja. Kommen sie. Ja, ich weiß. Lass mich endlich feuern. Oh, das war das Dach. So falsch. Ihr könnt da alle gern reinlaufen. Eine weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Das sind aber Truppen. Gut, die Belagerungsbestie ist schon. Hui. Es macht voll Spaß. Wie viele sind denn es auf einmal? Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen. Ja, das finde ich auch schade. Eine fabelhafte Waffe. Ich schieße noch ein bisschen rum, weil es gerade so Spaß macht. Da hinten schießt noch jemand. Alter, wie weit kann die denn bitte feuern? Weit. Cool. Okay. Halte alt gedrückt. Hui. Tschüss. Ach je. Das sollte helfen. Reicht die nächste Belagerungsbestie. Neue Fähigkeit Schattenspringer. Oh, das ist nett. Hui. Oh, verdammt. Klugreich daneben gesprungen. Naja, eine Schlange. Klappt ja auch so ganz gut. Sollte Minas Ithil fallen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Da kann ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt. The fuck. Das ist wieder weg. Merci beaucoup. Ist da oben jemand? Nee, da ist nur ein Hedir. Okay. Hui. Ich weiß, was hier zu tun ist. Ah, cool, habe ich geschafft. Ist ja nett. Oh, 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 oh. Nein, verschiebt. Nein, ach komm jetzt. So. Diese Horden sind schier endlos. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Darf ich jetzt mal feuern, ihr Eumel? Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Das ist ein bisschen falsch. Richtig falsch. Nein, zu niedrig.
kommen die darauf drauf? Das muss ja eigentlich unter ihrem Gewicht zusammenbrechen. Oh mein Gott, bist du lieber. Schämst du dich gar nicht? So, hier ein bisschen. Und da ein bisschen. Irgendjemand feuert, das war ein bisschen fies. Aber egal, das ist scheißegal, der feuert halt jemand auf mich. Das ist ja auch nicht wenig. Weiß ich auch nicht. Ja, stimmt. Ist nicht lustig. Also ich find's lustig. Die sind total schnell. Wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück, nach Idril und den anderen sehen. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Ihr müsst trotzdem flüchten. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater. Und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Ist eigentlich irgendjemand von euch schon mal auf die Idee gekommen, das Gondoranische Reich um Hilfe zu ersuchen? Nicht, oder?